Ja, hallo, liebe Pfeifenrohr-Community hier auf YouTube. Heute ein Video, das sich mit dem Thema beschäftigt, das der Yogi angesprochen hat, dann nach der Paul angesprochen hat und am Schluss auch noch der Ralf. Dürften alle gewesen sein. Mit anderen Worten, ich springe auf den Zug auf und erzähle auch noch meine Meinung zum Thema Internet, Pfeifenkauf und Tabakkauf zerstört die Geschäfte oder die Fachgeschäfte und Fachhändler. Zuallererst finde ich es wichtig zu sagen, dass es natürlich auch so ist, dass die Weiterentwicklung sehr viel kaputt gemacht hat. Das war schon immer so. Ja, also das war auch in der Vergangenheit, vor hunderte Jahre, Industrialisierung. Die Dampfmaschine zerstört jede Menge Arbeitsplätze und dadurch gibt es viel mehr Arbeitslose. Zwar wird ja wesentlich effizienter produziert, aber es gibt jede Menge Leute, die dadurch Schaden genommen haben. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Vorher gab es Radio, jetzt gibt es Fernsehen. Video killed the Radio Star, kann man da nur sagen. Noch früher gab es Theater, welches hier dann langsam vom Kino übermannt worden ist. Also dann hat man jede Menge Theater schließen müssen oder sich umstellen müssen auf Kino, um nicht unterzugehen. Jetzt, das Kino wird jetzt geschadet durch Television, also durch Fernsehen. Oder jetzt vor allem in letzter Zeit auch durch Heimkinosysteme und natürlich auch durchs Internet. Es ist sozusagen immer die Weiterentwicklung, der Fortschritt, der eigentlich, wenn man es mal ehrlich betrachtet, alles für die Konsumenten viel einfacher macht, aber für die kleinen Anbieter, der schon ein traditionsreiches Geschäft führt, das wird natürlich für den ziemlich schwierig, da dann mitzuhalten. Die wahrscheinlich beste Möglichkeit ist einfach, sich dann auch anzupassen. Man muss sich halt der Zeit anpassen und dann ebenfalls irgendwie einen Online-Store eröffnen oder sowas. Deswegen, ich meine, natürlich ist es schlimm, wenn man jetzt ein traditionsreiches Geschäft sieht, das jetzt halt langsam untergeht, eben weil Internet das Ganze übernimmt. Wir betrachten das jetzt momentan aus dem für uns spezifischen Winkel, Pfeifen- oder Tabakfachhändler. Aber es ist einfach überall so, also jeder Zweig wird durchs Internet geschädigt. Guckt euch mal Bücherei an. Wer von euch war in letzter Zeit in einer Bücherei? Also ich, ich war meine ganze Abiturzeit über nie in einer Bücherei. Ich habe das ganze Wissen einfach durchs Internet, wo ich für Referate gebraucht habe und so weiter bekommen. Ja, ist natürlich jetzt nicht vorbildhaft. Also die wo richtig vorbildhaft sein wollen, gehen noch in die Bücherei und leihen sich die Bücher aus. Aber wer macht das schon noch groß heutzutage? Deswegen gehen halt leider auch viele Büchereien kaputt. Und beim Pfeifentabak finde ich, ist es, oder bei den Tabakfachhändlern ist es natürlich genau das Gleiche. Wobei man da auch sagen muss, es gibt, finde ich, auch Nachteile, die im Moment der Tabakfachhändler noch helfen. Also ich zum Beispiel finde es extrem lästig, dass man, wenn man sich jetzt aus dem Internet Tabak bestellen will, mindestens für 30 Euro Tabak bestellen will. Man kann nicht einfach so kurz, ja, ich möchte gerne moderne Pouch da für 7 Euro noch was. Das geht einfach nicht, weil dann verschicken sie nicht. Das finde ich ist halt noch der große Vorteil vom Tabakfachhandel. Wenn ich das jetzt auf meine persönliche Position hier betrachte, ist es natürlich, ich habe E-Mail bekommen, ist es natürlich extrem dumm, weil ich bei mir in der Nähe keinen wirklichen Tabakfachhandel habe und keinen Tabakfachhändler. Deswegen bin ich sehr froh, dass man auch Sachen übers Internet bestellen kann. Es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt einen Red Race probieren möchte oder sowas, oder die meiste Peterson-Sache und so weiter, dann muss ich die über Internet bestellen, weil mein hiesiger Tabakhändler das einfach nicht beischaffen können. Ja, weil die Geschäfte zu klein sind
Oder beziehungsweise sind meistens nur so Lotto-Toto-Geschäftsstelle. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass es das Internet gibt und dass ich dann die Möglichkeit habe, das eben online zu ordern. Was jedoch natürlich am persönlichen Kauf und Besuch beim Tabakhändler immer noch das Beste ist, ist, also ich für meinen Teil, ich habe ein Lotto-Toto-Geschäft in Dahn hier, da gehe ich öfters mal hin. Und dann nehme ich mir dann auch mein Tabak mit, mein Pfeifereiniger und so weiter. Und ich habe schon so richtig kleine Freundschaft zu dem Tabakhändler oder zu dem Geschäftsführer. Und ich bin auch sehr froh drüber, weil er mir auch schon Tabak wie jetzt Evil Peterson, Sherlock Holmes, The McBaren Navy Flake, das ist schon heftig, oder? Dass er mir dann hat besorgen müssen, dass er denn nicht normal schon so auf Lager hat. Aber gut. Oder der Erinmore Flake besorgt hat. Und das finde ich schon ziemlich toll. Das ist natürlich was an diesem persönlichen Kontakt viel besser aus ist. Man baut auch irgendwie Freundschaft zu den Leuten auf. Das ist halt was man über das Internet nicht so schnell oder so leicht aufbauen kann. Vor allem, du hast halt wirklich auch keinen persönlichen Kontakt. Du hast im Endeffekt nur Buchstaben auf Windows-Dokument oder auf einer HTML-basierende Website. Das ist halt was ganz anderes, wie jetzt das persönlich gegenübertreten. Ebenfalls beim Pfeifekauf ist natürlich besser, wenn man es im Laden machen kann. Da hat man dann sofort, weiß man, wie groß die Pfeife ist, wie lang die Pfeife ist und hat halt auch wirklich das, man darf es anfassen, was halt im Internet nicht geht. Also persönlicher Kontakt hat, oder ein persönlicher Tabakhändler, das hat durchaus Vorteile. Aber auch das Internet hat Vorteile, weil wenn ich jetzt mir überlege, wer von an uns hätte denn eine Lehmann-Pfeife, wenn es kein Internet gäbe? Oder eine Tortuga Babe. Wer hätte sowas, wenn es kein Internet gibt? Das ist halt das. Von daher muss man es zwar kritisch sehen, weil es natürlich den alten Fachhändlern in jedem Gebiet jetzt schadet, aber auch extrem viele neue Möglichkeiten eröffnet. Was ja auch schon oft genug jetzt gesagt wurde ist. Ja. Und damit will ich jetzt auch mal das Video abschließen. Heute mal mit natürlichen Lichtverhältnissen. Sommer ist toll. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.